Moin, ich bin Bennett, ich bin 23 Jahre alt, ich wohne seit 15 Jahren in Hamburg und studiere auch an der Kunstschule Wandsbek am Hamburger Standort im vierten Semester. Und meine größte Leidenschaft und der Grund, warum ich auch hier studiere, ist die Fotografie. Die Fotografie für mich entdeckt habe ich, glaube ich, als kleines Kind, als meine Eltern, mein Bruder und mir zu Weihnachten eine Safari in die Sahara geschenkt haben. Damals hatte mein Papa seine erste Spiegelreflexkamera. Für mich war es damals noch so ein richtiger Oschi, den ich jetzt heute wahrscheinlich als eher kleine Kamera abstempeln würde. Und ich weiß noch, wie ich damals zu meinem Papa gesagt habe, kann ich die Kamera nehmen? Jedes Mal, wenn wir irgendwie in einem kleinen Wüstendorf waren oder sonst wo, wollte ich eigentlich immer die Kamera in die Hand nehmen und von allen möglichen Fotos machen. Das sind auf jeden Fall keine qualitativ hochwertigen Bilder und irgendwie was, wo ich im Moment eingefangen habe, sondern ich wollte einfach nur mit der Kamera rumspielen. Aber das hat mich das erste Mal einer Kamera näher gebracht und dann habe ich 2 Jahre später meine eigene erste kleine Digicam geschenkt bekommen, die ich dann direkt im Skatepark habe liegen lassen und dann 3 Jahre später kam die erste GoPro und so ging das dann irgendwann immer steil bergauf. Der Fortschritt ist auf jeden Fall gerade auch durchs Studium immens, würde ich mal behaupten, weil davor hatte ich halt meine Kamera, ich wusste so die Grundeinstellung. Klar, ich habe das Prinzip von Blende, Verschlusszeit und ISO besser verstanden als vielleicht andere, die mit der Fotografie davor noch nichts zu tun hatten, aber auch generell auf Dinge, die ich zu achten habe, was das Umfeld angeht, nicht nur Momentaufnahmen zu machen und zu sagen, ey, das da finde ich schön, sondern zu gucken, okay, das ist schön, aber aus welchem Winkel ist es wirklich schön? Und auf den Lichteinfall zu achten und einfach zu überlegen, welche Faktoren spielen in so einem Foto mit, die am Ende auch eine Emotion in einem Bild auslösen können und auch eben ein ganz anderes Gefühl vermitteln können. Ich finde Porträtfotografie super spannend. Es macht mega Spaß, aber man kommt irgendwie viel zu selten dazu. Ich finde aber auch Street Photography super cool. Ich bin da aber eigentlich offen, alles Mögliche mitzunehmen. Auch Landscape Photography finde ich super spannend, wenn man dann wirklich in die Orte kommt, wo es einfach schöne Landschaften gibt. Ein Lieblingskamera-Gadget. Ich glaube, das hat zwar nichts mit der Fotografie zu tun, aber mein liebstes Gadget ist mein Gimbal, weil es einfach super Spaß macht zu filmen damit. Das macht Filmen ganz anders. Das macht auch das Resultat eines Films anders. Einfach wirklich stabile Kamerafahrten zu haben, egal wo du bist. Es gibt aber ein Gadget, auf das ich gerade am Sparen bin, das ich auf jeden Fall haben möchte, was ich noch nicht habe. Und das wäre ein wirklich guter ND-Filter, um eben, egal wie hell es draußen ist oder welche Lichtverhältnisse ich habe, immer ein richtig schönes Bild zu kriegen. Es gibt sehr viele Fotografen, die mich inspirieren und die ich sehr spannend finde, aber ich versuche irgendwie möglichst nicht einen Stil zu kopieren, weil ich irgendwie langweilig finde, jemanden anders nachzumachen, sondern man muss eben seinen eigenen Stil irgendwann entwickeln. Und Fotografen, die ich relativ spannend finde, sind zum einen Benjamin Ortega. Der ist natürlich auch ein starker Videograf. Was ich aber auch spannend finde, sind Fotografen, die eben auch viel mit Photoshop Composing arbeiten. Da finde ich zum Beispiel Visuals of Julius super spannend. Caliberus ist auch super cool. Alles Leute, die eben unterschiedliche Fotografie machen. Von Urban zu Photoshop Composing zu Landscape Fotografie. Wenn du dir Leute anguckst, die alles Mögliche machen, kannst du daraus die meiste Inspiration ziehen und wahrscheinlich am ehesten deinen eigenen Stil entwickeln. Mich hat an die Kunstschule Wandsbek vor allen Dingen ein guter Kumpel von mir gebracht, der das Gleiche hier studiert hat und das Studium beendet hat in dem Semester, in dem ich angefangen habe. Und auch einfach meine Leidenschaft zum Film und zur Fotografie selbst. Und ich mir halt gedacht habe, okay, es gibt aber relativ viel in dem Feld Medien, was man alles machen könnte. Und gerade eben dieses breit aufgestellte an diesem Studium hier an der KW, es gefällt mir richtig gut und deswegen habe ich mich entschieden, hierher zu kommen. Was mich am meisten überrascht hat, ist tatsächlich, dass ich die analogen Arbeiten im zweiten Semester nicht so blöd fand, wie ich dachte, weil ich mich selbst nie als den analogen Künstler gesehen habe. Hat mir trotzdem gerade auch das Illustrieren oder auch die manuellen Drucktechniken wirklich begeistert, weil man auch einfach sehen konnte, okay, ey, ist schon ziemlich geil noch zu sagen, so ich mache was Analoges und bringe das dann irgendwie ins Digitale mit ein. Und diese Verbindung zwischen auch eben Analogen und Digitalen herzustellen, das fand ich ziemlich cool. Bin dann die ganze Sache so offen rangegangen, dass ich gesagt habe, okay, es gibt viele Felder, die ich zwar vielleicht noch nicht kenne, wo ich auch jetzt nicht sagen würde, da habe ich irgendwie einen Interessenschwerpunkt vorher gehabt oder nicht. Aber meistens bisher von allem positiv überrascht worden, zu sagen, okay, ey, das ist alles irgendwie geil, das kann man alles irgendwo mit einbringen und auch in das, was mich selbst begeistert, irgendwie die Verbindung zwischen den verschiedenen Sachen zu knüpfen. Wie ich für mich selber Kreativität definieren würde. Kreativität hat bei mir viel mit Träumen zu tun, würde ich sagen. Also zu sagen, ey, ich habe da eine Idee in meinem Kopf, irgendwie ein Traum schon, würde ich das fast nennen, und zu sagen, wie kann ich diesen Traum in Wirklichkeit umsetzen und das dann halt zu sagen, okay, welche Möglichkeiten kenne ich, welche Möglichkeiten habe ich in mir selbst, das umzusetzen, wovon ich eigentlich träume. Meine kreative Inspiration hole ich mir vor allen Dingen durch Ansporn anderer.
Also zu sagen, ey, ich bin hier in einem Semester oder generell an einem Ort, wo viele kreative Köpfe sind, alle haben eine unterschiedliche Idee dadurch, wie es funktioniert. Und zu sagen, ich limitiere mich nicht einfach nur darauf zu sagen, ich habe eine Idee und das ist die einzig wahre und daran halte ich mich fest, sondern auch darauf einzugehen, zu sagen, jo, andere Leute haben auch geile Ideen und irgendwie mir daraus die Inspiration zu schöpfen, was andere machen, sich halt umzugucken. Was natürlich wichtig ist, ist das Sozialleben, auch gerade in Zeiten von Corona, wo man natürlich das Gefühl hat, okay, irgendwie die Sozialkontakte werden immer geringer, weil du dich mit weniger Leuten treffen darfst. Wichtig ist einfach, den Kontakt zu Freunden zu halten, dich auszutauschen und auch einfach den Kopf in andere Dinge zu stecken. Zum Beispiel, mein bester Freund ist Informatiker und er programmiert momentan Apps oder arbeitet an der KI. Felder, die ich eigentlich so gar nicht verstehe und die auch nichts mit dem zu tun haben, was ich mache. Aber sich mit ihm auszutauschen und zu sagen, ey, erzähl mir mal, was du so machst. Das ist einfach geil, um auch aus dem Feld, in dem du irgendwie steckst, rauszukommen und auch mal den Kopf abschalten zu können und nicht immer nur in deinen Aufgaben oder Projekten zu hängen. Weil nur wenn du dich auch davon mal rausziehen kannst, kannst du auch irgendwie einen neuen Blick auf Dinge kriegen, wenn du dich nicht darauf versteifst, immer nur in diesem einen Projekt zu hängen. Meistens hängen wir einfach nur rum, quatschen, spielen Switch, gehen mit dem Hund spazieren tatsächlich relativ häufig momentan. Also eigentlich das ist auch was wirklich Spaß macht, rauszukommen an die frische Luft. Und ansonsten halt das klassische Bierchen trinken, aber einfach die Zeit mit deinen Jungs zu verbringen oder auch Mädels und einfach zu quatschen und dieses Zusammensein. Das Longboard steht auf jeden Fall in meinem Eingangsbereich. Heißt, sobald die Straße trocken ist und ich irgendwo hin muss, nehme ich eigentlich das Longboard mit, weil ich damit einfach schneller unterwegs bin. Ich longboarde, glaube ich, seitdem ich 14 bin, also mittlerweile knapp 9 Jahre. Ist für mich quasi mein Fahrradersatz geworden. Also ich brauche kein Fahrrad mehr, solange ich eine 2 Achsen, 4 Räder unter meinem Füßen ab, läuft es. Boah, was ich früher mal werden wollte. Angefangen hat es wahrscheinlich mit einem Kampfjetpiloten. Als kleines Kind gab es nichts Besseres, als Jetpilot zu sein. Dann wollte ich tatsächlich zwischendrin mal Kindergärtner werden oder Erzieher. Ich arbeite ehrenamtlich in der Kirche und habe da natürlich relativ viel auch mit sozialer Arbeit zu tun. Jugendliche immer, die Arbeit mit Jugendlichen macht mir einfach wirklich Spaß. Man kommt den Kindern näher, aber es ist was ich weiterhin im Ehrenamt ausüben kann und was man immer noch machen kann, wenn man dann irgendwann im Alter sagt, okay, ich habe keine Lust mehr auf diesen stressigen Hin- und Hergehetze Arbeitsalltag, worauf ich momentan natürlich super Lust habe, einfach überall möglichst hinzugehen, verschiedene Projekte anzugehen. Momentan ist ein kleiner Umschwung in meinem Leben. Ich habe gerade 1 Jahr als Grafikdesigner für Xing gearbeitet und strebe jetzt gerade einen Jobwechsel an, ungefähr die gleiche Position, aber mit ein bisschen mehr Spielraum, mich selbst dort kreativ auszuleben und zu sagen, ey, was könnte man hier in diesem Unternehmen noch entwickeln, was hier noch fehlt. Ansonsten mache ich ab und zu noch Freelance-Aufgaben, gehe gerne fotografieren natürlich in meiner Freizeit und arbeite irgendwie daran zu gucken, dass ich sage, okay, vielleicht kann ich mich irgendwann selbstständig machen in dem Bereich und versuche daher immer möglichst viele Aufträge mitzunehmen, sofern sie halt reinkommen. Das Ganze war auf jeden Fall ein gewagter Schritt, weil du gesagt hast, okay, ich habe gerade erst damit angefangen, ich habe eigentlich noch gar keine Erfahrung. Aber ich habe mich davor nicht wirklich gegruselt oder irgendwie Angst davor gehabt, das zu machen, weil ich der Meinung war, du lernst es halt nur, wenn du dich mit dem Feld auseinandersetzt. Und klar, wir lernen hier an der Kunstschule die ganzen Programme kennen, wir lernen die Grundelemente für das, was wir später eigentlich machen wollen. Aber das wirklich auf ein effektives Beispiel anzuwenden, was nicht irgendwie vorgegeben wird oder wo du dir was ausdenkst, sondern wirklich so, du kriegst einen Auftrag und du setzt es um, das ist irgendwie was du halt durch diese Arbeitswelt einfach nochmal mitkriegst. Deswegen freue ich mich auch gerade, einen neuen Job annehmen zu können, weil du halt diese Zeit, in der du als Werkstudent beispielsweise arbeiten kannst, nutzen kannst, um möglichst viel Erfahrung mitzunehmen und zu gucken, was du nach diesem Studium wirklich machen willst. Uff, irgendwas, wo ich unbedingt gerade hin möchte, ist ein sehr schweres Thema, finde ich. Ich kann nicht sagen, ich will explizit dahin. Ich will nämlich eigentlich alles auf der Welt noch einmal sehen. Aber das Leben ist noch lang und ich habe jetzt nicht irgendwie die Bemühung zu sagen, okay, ich muss jetzt unbedingt im nächsten Jahr dahin. Meine 3 Ziele, die ich auf jeden Fall noch bis zum Ende des Studiums halten oder erreichen möchte oder auch danach, ist vor allen Dingen, endlich mal in einem Feld zu sein, in dem ich gut bin. Ich war nie der beste Schüler in der Schule. Ich hing immer hinterher, war in den Streberklassen, war eigentlich immer der schlechteste Schüler der Klasse. Ich habe endlich mal ein Feld gefunden, in dem ich gut bin, in dem ich auch sagen kann, ey, ich habe gute Noten, ich erziele gute Ergebnisse. So, das erfüllt einen wirklich. Und auch einfach sagen zu können, okay, ich möchte dieses Level halten, sagen zu können, ich bin gut in etwas. Und eigentlich auch in allem, was wir hier lernen, mit dieser Offenheit dran zu gehen, zu sagen, mich interessiert hier alles und ich kann aus allem was mitnehmen. Und ansonsten haben wir natürlich große träumerische Ziele. Momentan ist eigentlich der große Traum, sich irgendwann mit einer eigenen Agentur selbstständig zu machen
Und mein größter Lebenstraum, den ich momentan eigentlich immer im Hinterkopf habe und auch auf jeden Fall aktiv verfolgen will, ist mir irgendwann meinen eigenen Sprinter-Van auszubauen und damit um die Welt reisen zu können, quasi ein Rolling Office zu haben, wo ich die Möglichkeit habe, überall aus der Welt in dem Bereich, in dem wir hier studieren, zu arbeiten. Dann habe ich gesagt, man, tschüss. Nee, nicht wirklich, das waren meine abschließenden Worte gerade, hätte ich jetzt so gedacht. Ich hab Hunger.